Dass die Ehre des Westens am Hindukusch verteidigt worden ist, wird niemand behaupten. Ordnungsmächte und Rechtsstaatsbewahrer sind bloßgestellt worden. Und das in einem Ausmaß, das sich vor kurzem noch niemand vorstellen konnte. Wer da von Scherbenhaufen spricht, untertreibt glatt. Abzug aus Afghanistan, Politikversagen, globales Politikversagen, jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Wir alle zusammen, die wir in Afghanistan engagiert waren, also die gesamte internationale Koalition, wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Und das gilt auch für Deutschland. Ja, mit dieser Feststellung der Bundeskanzlerin beginnt allerdings erst die Aufarbeitung und endet nicht. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio ist Sonja Zikri. Sie ist Redakteurin und Berlin-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Reinhard Erös ist bei uns, Oberstarzt der Bundeswehr außer Diensten und Gründer der Kinderhilfe Afghanistan. Sie sind seit 1998 in diesem Land unterwegs. Das war noch zur Zeit der ersten Taliban-Herrschaft mit humanitärer Hilfe im Osten des Landes. Sie waren aber auch schon zu Zeiten der sowjetischen Besatzung in den 1980er Jahren dort humanitär aktiv. Zugeschaltet ist der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, und Eckart Lohse, der Leiter der Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Berlin. Herr Wüstner, sind denn die Evakuierungsflüge, die die Bundeswehr immer noch durchführt, in dieser Woche durchführen will, noch sicher oder spitzt sich nach Ihrer Information die Lage in Kabul weiter zu? Naja, die Lage spitzt sich weiter zu. Zum einen gibt es Erkenntnisse, dass es natürlich Menschen unterschiedliche Interessengruppen, es gibt ja neben den Taliban auch terroristische Organisationen, dass man gegebenenfalls mit Attentaten zu rechnen hat. Das ist das eine. Und zum zweiten, nach der Information, nach der Aussage von Außenminister Maas, dass man nicht mehr alle retten werden können, dass dann natürlich nochmal der Druck sich erhöht von Menschen aus Afghanistan in Richtung Kabul. Und das ist eine brandgefährliche Situation. Man ist unter Druck und muss jetzt sehen, wie man koordiniert sozusagen den Ausflug, denn das Zeitfenster schließt sich ja aktuell und eine Schlinge um den Flughafen zieht sich zu. Das ist eine besondere Situation und damit muss man jetzt umgehen. Dazu passt ja auch eine Meldung, eine aktuelle des deutschen Botschafters in Afghanistan, Markus Potzel, der im Moment in Doha, in Stadt Katar am Persischen Golf mit den Taliban verhandelt, dass die Taliban angeblich zugesagt haben, dass auch nach dem 31.08. noch Ausreisen aus Afghanistan für Afghaninnen und Afghanen möglich sind, sofern sie gültige Dokumente vorweisen können, was immer das heißt. Frau Zikri, haben wir uns eigentlich zu wenig Mühe gemacht, Afghanistan und die Afghanen zu verstehen? Ich denke, dass diejenigen, die da gewesen sind, sich schon sehr große Mühe gegeben haben. Also das wäre jetzt ein Schlag ins Gesicht aller Leute, die da unten entweder mit der Bundeswehr waren oder auch mit Entwicklungshilfeorganisationen. Die werden sich schon große Mühe gegeben haben. Ich bin nur nicht sicher, wie viel davon in der deutschen Öffentlichkeit angekommen ist. Da war das Interesse ja zum Teil sehr überschaubar. Und man fragt sich, wie viel tatsächlich dann auch in der Politik angekommen ist, zumindest was den Vormarsch der Taliban angeht. Herr Erös, jetzt sagt man ja, es sei jetzt 20 Jahre vergeblich gewesen, was man da gemacht hat. War wirklich alles vergeblich in Afghanistan? Gott sei Dank haben Sie das Wort umsonst nicht benutzt, sondern vergeblich. Also umsonst war sicher nicht. Das war ein sehr teurer Einsatz, wissen wir alle. Insgesamt über eine Billion US-Dollar. Eine Billion US-Dollar, teuerste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Viele, viele Opfer auf Seiten des Westens auch, auch bei meinen Kameraden, 49 tote Soldaten. Und bei der afghanischen Bevölkerung, da wissen wir gar nicht, wie viele 10.000 oder 100.000 da zu Tode gekommen sind. Also unter dem Aspekt Aufwand und Nutzen oder Aufwand und Ergebnis war es ein vergeblicher Einsatz, der uns zu denken geben soll. Und falls wir sowas mal wieder vorhaben, also wir nicht, wir drei, aber die Politik, sollte man sich das genau überlegen und eine Strategie einsetzen, bevor man an sowas denkt. Eckart Lohse, der Katzenjammer in der deutschen Politik ist ja jetzt groß, bis außer bei denen, die das schon immer so haben kommen sehen. Ist das ein kollektives Versagen der Regierung mit Ansage? Also ich bin bei dem Wort Versagen immer etwas vorsichtig und trotzdem, dass das die Kanzlerin heute gesagt hat, hinterher sind immer alle schlauer, finde ich dann schon reichlich
lapidar, wie sie es gesagt hat, es gab sehr viele Anzeichen. Spätestens seit Herr Trump gesagt hat, die Amerikaner gehen raus aus Afghanistan, aber eigentlich auch schon vorher war ja klar, dass es eine hohe Gefährdung für die Ortskräfte gibt. Es gibt seit langem eine Regelung für Ortskräfte. Also dass das gerade in diesem Jahr mit dem Abzug dann dramatisch werden würde, das war klar. Aber da müssen wir natürlich dran denken, wir sind in einem Wahlkampfjahr. Pardon. Und da gab es schon auch innenpolitische Bremsen, sage ich mal, die verhindert haben, dass man vielleicht alle Informationen, die man hatte, auch sachgerecht rechtzeitig in Handeln umgesetzt hat. Sie haben jetzt dankenswerterweise gerade diese Äußerung der Bundeskanzlerin von heute Mittag erwähnt. Wir schauen uns die noch mal an. In voller Länge sind allerdings nur drei Sätze, liebe Zuschauer, dass die Kanzlerin ja auch so etwas wie, ja, war das eine Rechtfertigung, war das Ablenkung vom Thema? Wir schauen es uns an. Hinterher. Im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos. Ja, also wir werden uns trotzdem weiterhin Mühe geben beim Thema Afghanistan, auch in dieser Sendung. Und sicherlich werden auch die Analysen auch in dieser Sendung, aber die auch in nächster Zeit sicherlich auch ziemlich kompliziert werden. Frau Zegri, Herr Iris, wer soll jetzt in Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden für das? Wer hat die politische Verantwortung? Ich bin kein Politiker, ich bin auch kein Richter, Rechenschaft ziehen oder Polizist. Ich blicke auch zu wenig durch, wie das da gelaufen ist in den Ministerien, zwischen den Ministerien, zwischen dem Bundesnachrichtendienst und den Informationen, auch von Seiten der Bundeswehr an die Politik, da ich das nicht weiß, wer da wann wo was gewusst und nicht weitergegeben oder wie auch immer sich widersprochen hat, werde ich mich enthalten bei Ihrer Frage, wer ist jetzt da schuld und wer soll hingerichtet werden. Gut, es geht ja nicht um Hinrichtung, sondern es geht darum, wer Verantwortung übernimmt, so könnte man es auch ausdrücken. Zwei Minister haben es ja schon getan oder eine Ministerin, ein Minister. Frau Kamm-Karrenbauer hat gesagt, ich halte meinen Kopf hin und Herr Maas hat es auch gesagt und das sind natürlich die, deren Handeln man sich anschauen muss im Nachhinein. Andererseits würde ich natürlich auch sagen, dass die Art und Weise, wie Herr Seehofer schon sehr früh hat durchblicken lassen, dass ihn das entweder gar nicht interessiert oder dass es dann doch eben schon sehr früh nur um Flüchtlinge geht. Das klang jetzt auch nicht gerade danach, als ob sich da jemand ein Bein ausreißt, um möglichst einfache Bedingungen für diejenigen zu schaffen, die aus Afghanistan raus müssen. Herr Wüstner, sind die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die Sie ja vertreten, sind die zufrieden mit der bisherigen Reaktion der Politik? Nein, auf keinen Fall. Und ich muss zugestehen, dass ich auch die heutige Regierungserklärung erst noch verdauen muss. Insbesondere den letzten Teil, als die Kanzlerin eine Menge an Fragen aufgeworfen hat, wo ich ehrlich gesagt dachte, dass man sich diese Fragen schon in den letzten Jahren gestellt hat und versucht hat, Antworten zu geben. Und ich denke, die aktuelle Situation, die treibt alle um. Gar nicht mal so sehr den schnellen Vormarsch der Taliban. Damit haben viele seit Jahren gerechnet. Da wurde auch schon viel beschrieben, selbst in Zwischenberichten der Bundesregierung an das Parlament. Wissenschaft hat darauf hingewiesen, Fachleute haben darauf hingewiesen. Der Punkt ist eher der, was aktuell aufregt, ist der Umgang, die Kommunikation. Und das, was wir mit den Ortskräften erleben, diese Fehleinschätzung, der Umgang, das sozusagen Konzeptlose seit April, das ist sozusagen das, was wir jetzt unter dem Brennglas erkennen, was diesen gescheiterten, vernetzten Ansatz betrifft. Und das im Kleinen ist die Ursache für das Scheitern im Großen. Diese nicht vorhandene Strategiefähigkeit, diese nicht vorhandene Einschätzung der Lage, des Kulturkreises, der Region und dann natürlich auch das Ziel definieren, die Ziele zu definieren, die unrealistisch sind und wo wir auch nur begrenzte Ressourcen dafür haben. Das wird jetzt alles an die Oberfläche transportiert und das treibt viele Menschen in den Streitkräften um. Ich komme gleich darauf nochmal zurück, Herr Wüstner. Eckhard Lohse, jetzt nochmal bei dieser Regierungserklärung oder der Debatte im Bundestag bleibend von heute Mittag. Es werden ja immer wieder Rücktritte gefordert für einzelne Personen oder von einzelnen Personen. Es wird ein Untersuchungsausschuss für nötig gehalten. Wie sollte die Politik jetzt im Krisenmanagement reagieren? Sind diese Forderungen nach Rücktritt oder nach Untersuchungsausschuss Nebelkerzen? Oder wie versucht man jetzt oder wie kann sich die Politik da
rechtfertigen? Zeigt sie Einsicht? Welche Lehren soll sie aus diesem Desaster ziehen? Also ich glaube, um Lehren zu ziehen, reichen Rücktritte, Rücktrittsforderungen gar nichts. Wir haben in wenigen Wochen eine Bundestagswahl, da kommen sowieso ein paar der verantwortlich Handelnden gar nicht mehr in Frage. Horst Seehofer hat schon gesagt, dass er aus der Politik ausscheidet. Also das ist natürlich jetzt wohlfeil und führt ja auch wirklich nicht weiter, außer im taktischen Klein-Klein. Die entscheidende Frage ist natürlich, haben wir uns gerade in Deutschland zu lange ein Trugbild gemacht davon, was alles möglich ist in Afghanistan. Dieser Einsatz konnte hier in dem kriegsskeptischen und militärskeptischen Land, was ja eher militärskeptischer wird als zugewandter, konnte ja immer nur begründet werden, verkauft werden, um es mal etwas platt zu sagen, indem man sagte, nein, in erster Linie machen wir da Nation Building, wir helfen diesem Staat, wir helfen ja, im Bildungssystem, bei den Menschenrechten und so weiter, das kennen wir alles. Die Klarheit, mit der zum Beispiel ein Präsident Biden jetzt sagt, das war immer nur ein Terroreinsatz, mehr haben wir nie gewollt und jetzt reicht's auch mal, die klingt jetzt hier und da mal an in Deutschland, ist aber natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ausgeblieben. Also wir haben uns zur richtigen, ehrlichen Sicht offenbar auf Teile der afghanischen Wirklichkeit, hat sich die Politik hier nicht getraut. Es gab genug Menschen, die das wussten, wahrscheinlich viele Soldaten, die in dem Land waren, Entwicklungshelfer und so weiter und so weiter. Die wussten das schon besser, vielleicht sogar der Geheimdienst, der BND und andere Geheimdienste. Aber man hat sich hier immer ein bisschen einen Schleier vor die Augen gehalten, glaube ich, weil man gar nicht sagen wollte, was dieser Einsatz eigentlich leisten kann und was er nicht leisten kann. Herr Wüstner, Sie haben gerade die strategischen Defizite benannt, dieses Afghanistan-Einsatzes. Was sind denn die ersten Lehren, die man ziehen sollte aus diesem Einsatz? Es kann ja sein, dass die Bundeswehr in anderen Weltgegenden, vielleicht sogar noch sehr viel näher an Europa, auch demnächst wieder für Auslandseinsätze gebraucht wird. Ja, es geht grundsätzlich um den Begriff Strategiefähigkeit und der beginnt natürlich mit einer ordentlichen Lageanalyse, der Analyse der Region, des Kulturkreises, der Frage der Ethnien, der Stämme beispielsweise, der Clans und welche Auswirkungen das hat, inwieweit man überhaupt mit dem zentralistischen Ansatz Erfolge erzielen kann in einer Region wie Afghanistan oder in der Sahelzone. Das sind Dinge, die man als erstes machen muss. Und dann, wenn ich Ziele definiere, das ist ja in einem Wirtschaftsunternehmen gleichermaßen, dann muss ich mich vorweg um meine Ressourcen kümmern und auch Gedanken machen, was tatsächlich erreichbar ist. Und das ist dann ein realistisches Zielbild, das man angehen kann, wenn man Ziele operationalisiert. Und da muss ich ehrlich sagen, da war die Bundesregierung in den letzten Jahren schwach. Und es ist nicht so, wie es teilweise erscheint, dass es da keine Wissenschaft, keine Fachleute gibt, die darauf hingewiesen haben, dass wir Probleme haben. Im Kern war das ja der Grund, warum wir auch alle, viele, auch die Opposition und ehrlich gesagt auch viele Koalitionspolitiker in den letzten Jahren eine Evaluation gefordert haben. Nicht nur, um zu sagen, naja, wo stehen wir aktuell, sondern auch Lehren zu ziehen, dann auch für andere Einsätze. Denn ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in den Irak blicke oder auch in die Sahelzone, da werden wir vergleichbare sozusagen falsche Ziele, falsche Realitäten wahrnehmen. Und deswegen muss eine nächste Bundesregierung auch diese anderen Einsätze überprüfen, reflektieren, was tatsächlich erreichbar ist. Herr Öres, wir sind ja einer Strategieschwäche offenbar, stehen wir ja gegenüber. Das ist jetzt hier auch gerade schon angeklungen. Wenn man jetzt noch mal zusammenfasst, was da seit 2001 in Afghanistan passiert ist. Die USA wollten Osama bin Laden jagen und zur Rechenschaft ziehen wegen des Angriffs bei 9/11 auf die Zwillingstürme in Manhattan. Die Bundesrepublik und der damalige Bundeskanzler haben uneingeschränkte Solidarität geschworen. Sie mussten aber von Anfang an gleichzeitig hier in Deutschland diesen Einsatz immer mit humanitären Argumenten rechtfertigen. Da gab es dann solche Begriffe wie bewaffnete Entwicklungshilfe. Wenn man mit so unterschiedlichen Ansätzen in ein solches Land geht, kann das doch eigentlich nur schief gehen. Ja, ist ja auch schief gegangen. Also von Anfang an schief. Von Anfang an. Ja. Von Anfang an. Also die beiden Begriffe, den Begriff, den Kanzler Schröder damals verwendet hat, uneingeschränkte Solidarität, wenige Wochen nach 9/11, zu einem Präsidenten Bush, den man damals eher etwas, also wie soll ich sagen, schwach eingeschätzt hat, was außenpolitische Fähigkeiten und Erfahrung angeht, zu dem zu sagen, uneingeschränkt, das Wort uneingeschränkt im Duden mal nachlesen, das bedeutet, egal was du machst, ich mache mit. Das würde ich nie zu jemandem sagen, außer zu meiner Frau.
Bei der Mafia gibt es das. Da gibt es uneingeschränkte Solidarität, ansonsten werden wir erschossen. Das hat ein Kanzler Schröder zu Beginn gesagt. Und dann kommt der zweite Schlüsselsatz vom damaligen Verteidigungsminister, jetzt verstorben, Struck, nämlich die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich kannte den Hindukusch damals schon, 2003. Ich war in den 80er Jahren, Sie haben es angesprochen, während des Sowjetischen Krieges knapp vier Jahre dort, habe als Arzt im Krieg gegen die Russen auf der Seite der Paschtunen und der Mujahideen in den Dörfern versorgt. Wusste also ungefähr, was Afghanistan ist, zumindest was Paschtunen sind, und Taliban sind alle Paschtunen. Und wenn da einer jetzt sagt, die Paschtunen, also Afghanistan, der Hindukusch ist eine Bedrohung für uns, da habe ich mich schon... Ich sage es mal freundlich, ich war damals noch aktiver Offizier der Bundeswehr, habe ich mich schon etwas gewundert und bin daraufhin aus der Bundeswehr vorzeitig ausgeschieden und führe seitdem meinen eigenen Krieg, auch im Paschtunengebiet, mit den Taliban zusammen, oder mit Taliban, lassen wir den Artikel mal weg, weil das fast alles Paschtunen sind, in einer Gegend, wo sie entstanden sind. Und das klappt seit 20 Jahren wunderbar, weil wir eine Strategie hatten. Strategie, wir hatten es vorhin ein paar Mal angesprochen, muss man auch mal definieren, was Strategie ist. Da gibt es ja auch, eine sagt Konzept, Überlegungen. Strategie ist nach Clausewitz, den großen deutschen Militärphilosophen, Strategie ist die Beschreibung einer alle Lebensbereiche umfassenden Vorgehensweise zur Erreichung vorher genau definierter Ziele. Nichts davon hat die deutsche und internationale Politik in Afghanistan gemacht. Gar nicht alle Lebensbereiche eingeschlossen und schon gar nicht Ziele genau definiert. Und wenn ich so, weder militärisch noch zivil im Aufbau, wenn ich so rangehe als mächtigstes Militärbündnis der Welt, unter Führung der mächtigsten Militärmacht der Welt, mit deutscher Hilfe, die in Afghanistan die höchste Reputation hat, kein Land der Welt hatte beim Einmarsch, jetzt hat sich's ein bisschen verschoben, sage ich mal, ein so hohes Ansehen in Afghanistan wie wir Deutschen. Weil wir dort seit den 50er Jahren, wie keine andere Nation, auch aus der Sicht der Afghanen uneigennützige Hilfe geleistet haben, Entwicklungshilfe. Wälder wieder aufgeforstet, Stall und so weiter. Das sind alles Dinge, die haben wir entweder nicht gewusst 2001 in Berlin, welches Ansehen wir haben. Wir hätten uns viel mehr einbringen müssen. Das heißt, in den Überlegungen der NATO. Also gut gemeint ist ja noch lange nicht gut gemacht. Frau Ziegel, Sie sind ja eine profunde Kennerin der Gegend. Am Anfang ging es um Terroristenjagd. Die wurden dann auch relativ schnell besiegt, die Al-Qaida-Gruppierungen, die da in Afghanistan Unterschlupf gefunden haben. Es ging ja zunächst mal um die Jagd auf diese Terroristen. Nicht so sehr um den sogenannten Regime Change in Afghanistan. Das kam dann eben später erst dazu. Gibt es eigentlich in diesen Jahren zwischen 2001 und 2021 irgendeinen Punkt, wo der Westen irgendwie falsch abgebogen ist in seiner Afghanistan-Strategie, wo sozusagen die ursprünglichen Absichten, ja, dass man die hat fallen lassen oder vielleicht sogar verraten hat? Gibt es einen solchen Punkt? Ich glaube, dass man sich von Anfang an nicht ganz ehrlich gegenüber war, was die Ziele angeht. Also wir haben es jetzt, es klang jetzt schon bei einigen, bei dem an, was die Herren gesagt haben. Man ist da reingegangen, es ging darum, die Twin Towers sind getroffen worden, der Westen ist ins Herz getroffen worden. Wir sind auch getroffen worden. Und selbstverständlich war es 2001 so, dass wir das auch, sehr viele haben das persönlich genommen. Alle sind mal in New York gewesen, jetzt ist bald der 20. Jahrestag von 9/11. Und natürlich hatte man den Eindruck, man muss etwas tun. Gemeint sind wir, gemeint sind unsere Werte, gemeint ist der Westen. Und die Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Da wäre ich natürlich ganz bei Ihnen und würde sagen, das ist eine Frage, die Taliban waren auch nie expansiv. Am Hindukusch verteidigt. Die Taliban waren ja nie expansiv, die waren ja nicht. Also ob sie es jetzt mal werden, muss man sehen, aber sie waren es eben damals nicht. Aber es war eben schon etwas, was dann sehr sozusagen in so eine Wertedebatte, die wurde aber dann auch letztlich nicht wirklich benannt. Und im Grunde genommen ging es auch, neben vielem anderen, wie Korruption und man hat auf falsche Politiker gesetzt und Wahlen anerkannt, die man nicht hätte anerkennen sollen in Afghanistan. Aber ja, es ging schon auch darum, dass man diesen Einsatz sozusagen dann verbrämt hat mit diesen Frauenrechten und mit diesem, wir bringen ihnen, den Afghanen, jetzt die Demokratie, was sich eben jetzt als etwas herausgestellt hat, was wir eben dann einfach doch nicht tun. Weil sonst würde man nach 20 Jahren nicht einfach sagen, wir haben es probiert, es ging nicht, nun guckt, wie ihr klarkommt. Herr Lohse, Sie haben ja die Zeit 2001 auch schon als politischer Journalist erlebt. Diese Äußerung von Gerhard Schröder, dieser uneingeschränkten Solidarität,
Kann es sein, dass sein Verteidigungsminister, der ja auch aus der SPD war, Peter Struck, diese Äußerung, dass eben der Westen und Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werden, dass das eigentlich eher so eine Art Notbehelf war, um diese Äußerung von Gerhard Schröder, mit der sich der Bundeskanzler ja sehr weit aus dem Fenster gehängt hat, sozusagen ein bisschen zu relativieren oder wieder einzuholen oder im Nachhinein auch zu rechtfertigen? Naja, natürlich, man brauchte permanent Begründung für diesen ungeliebten Einsatz. Der Kosovo-Krieg war ja noch nicht lange her. Diese rot-grüne Regierung, die war angetreten, stolperte in den ersten Krieg und stand kurz vor ihrer Wiederwahl und stolperte in den zweiten Krieg rein. Schröder hat das ja übrigens am Abend des 11. September 2001 gesagt mit der uneingeschränkten Solidarität. Ich glaube, unter dem Schock, unter dem Schreck und dem Gefühl, du musst jetzt sofort jegliche Zweifel beseitigen, dass wir Deutsche, die wir ja immer als wenig militäraffin galten, irgendwie zucken. Deswegen dieser überzogene Satz, den haben die Grünen schnell relativiert, die damals mit in der Regierung waren, haben gesagt, ja, aber keine Abenteuer. Und das war natürlich ein Versuch von Struck zu sagen, das hilft auch uns, wenn wir da jetzt reingehen. Und dann die ganze Verkleidung dieses Einsatzes, Nation Building, Frauenrechte und so weiter. Das Ganze war eine Regierung, die ja fast gescheitert wäre einmal, fast zerfallen wäre über eine Einsatzentscheidung. Da hat Schröder die Grünen rund um Christian Ströbele in Vier-Augen-Gesprächen bearbeiten müssen. Also dieser Einsatz war gerade in der Frühphase politisch immer wahnsinnig anstrengend. Und insofern hat man von Anfang an ihn nicht wirklich sauber und offen begründet und hat gesagt, vielleicht auch von anderen Seiten aus, wenn wir Osama bin Laden haben, dann können wir wieder gehen. Mehr wollen wir da nicht. So wie heute Joe Biden redet. Ja. Aber dann wären wir natürlich längst raus gewesen. Und es hat immer an Klarheit und Wahrheit über die Begründung dieses Einsatzes gemangelt, bis zum Schluss, als man gesagt hatte, na, wenn wir mit der Bundeswehr rausgehen oder die Soldaten rausgehen, um nicht das Land sozusagen allein zu lassen, lassen wir Diplomaten und Entwicklungshelfer noch drin. Heute wissen wir, dass es umgekehrt richtig gewesen wäre. Da muss man sagen, ja, das war natürlich alles ein gut gemeinter Ansatz zu sagen, lass das Land nicht sofort ganz alleine. Da hätte man sich natürlich gewünscht, dass die Sicherheitseinschätzungen so ernst genommen worden wären von den Diensten unserem oder auch anderer Länder, dass man sagte, das ist eine schlechte Idee, es so rumzudrehen. Wir sehen es ja jetzt müssen wir wieder reingehen mit einem Teil der Truppe und haben diese entsetzlichen Bilder und dieses entsetzliche Versagen. Diese uneingeschränkte Solidarität mit den USA, die haben die Amerikaner offenbar nicht sehr beeindruckt. Sie haben gerade schon Joe Biden angesprochen, der ja nicht daran denkt, seine Bündnispartner vorher zu konsolidieren, wenn er seine Afghanistan-Strategie, in dem Fall diese sogenannte Exit-Strategie, das Verlassen des Landes, ändert. Was sagt das eigentlich über das transatlantische Bündnis aus? Erstmal müssen wir immer zum alten Grundsatz zurück. All politics is local. Joe Biden hat natürlich ein Problem mit der enorm starken Trump-Wählerschaft, die immer noch präsent ist. Er versucht jetzt auch im Mittelwesten in den sogenannten, spöttisch gesagt, Flyover Countries Sympathien zu bekommen. Da, wo sehr viele Soldaten herkommen, denen will er sagen, so, ich bringe eure Väter, Brüder, Söhne wieder mit nach Hause. Das ist sein innenpolitisches Motiv, warum das jetzt so Hals über Kopf geht und so schnell geht und so rücksichtslos eben auch. Da denkt er sicherlich nicht an das, was die Deutschen mal gemacht haben oder was sie versprochen haben oder dass wir zweitgrößter Truppensteller waren. Das interessiert ihn in diesem Moment mal gerade gar nicht. Der denkt eher an die Midterm-Elections im nächsten Jahr als an die deutsche Innenpolitik. Herr Wüstner, wenn wir schon beim Thema Empathie für andere sind, wie haben denn die Bundeswehrsoldaten, die jetzt aus Afghanistan zurückgekehrt sind in den letzten Monaten vom Einsatz. Man muss noch dazu sagen, Sie waren ja selbst einmal als Kompaniechef in Afghanistan unterwegs gewesen. Wie haben die Bundeswehrsoldaten der letzten Monate, die aus Afghanistan zurückgekommen sind, eigentlich das empfunden? Es war keine Kanzlerin, keine Verteidigungsministerin zum Empfang da. Dieser große Zapfenstreich, den man dann eilig organisiert, der kann jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht stattfinden im Moment. Wer weiß, ob er überhaupt noch stattfindet. Wie ist das aufgenommen worden in der Truppe? Naja, aufgrund, sag mal, der breiten medialen Berichterstattung, und zwar auch einhellig, dass man das sogar medial in vielen Kommentarspalten verurteilt hat, dass man so nicht mit einem Einsatz der Bundeswehr abschließt, ist es natürlich klar, dass nicht nur deshalb, sondern auch aus unmittelbarem Empfinden eine große Enttäuschung und teilweise Wut vorhanden ist. Deswegen wird gerade schon mit Spannung darauf
geachtet, wie man mit denjenigen umgeht, Spezialkräften, Fallschirmjägern, den Sanitätern der Luftwaffe, die jetzt gerade die Kohlen für die Regierung aus dem Feuer holen und was das für die nächsten Tage bedeutet. Wut ist insgesamt vorhanden, was die politische Kommunikation anbelangt. Ich sage es nochmal, nicht, weil man nicht erwartet hätte in den Streitkräften, wie sich das bezogen auf die Taliban entwickelt, sondern eher die Kommunikation, der Umgang mit den Ortskräften. Aber ich will noch einen weiteren Punkt machen, möchte Herrn Lohse da recht geben. Mit Blick auf den Beginn dieses Einsatzes, da war halt der Schwerpunkt Bündnissolidarität. Wir waren alle emotional betroffen und Bündnissolidarität ist auch ein Wert an sich. Und zu Beginn war ja dieser Einsatz klar umrissen, was den zeitlichen Aspekt anbelangt und was die Ziele betrifft. Stichwort Al-Qaida, da ging es ja gar nicht um die Taliban als Ganzes. Nur auf der Zeitachse wurden diese Ziele verwässert, es wurden Scheinrealitäten aufgebaut und es gab unterschiedliche Weichenstellungen, wo man Weichen falsch gestellt hat. Und der klassische Vorwurf heute ist natürlich, das stimmt, Herr Erros hatte das angesprochen, dass wir nicht tatsächlich aus Deutschland heraus versucht haben, Sicherheitspolitik mitzugestalten für diese Region, uns einzubringen, sondern im Endeffekt sind wir im Windschatten von den Amerikanern gesegelt oder gefahren, wie auch immer. Und das ist etwas, das man definitiv aufarbeiten muss in all den unterschiedlichen Zeitphasen. Aber nochmal, ja, Wut ist da. Dennoch gibt es sehr viele in den Streitkräften, trotz Tod und Verwundung, die sagen, zumindest haben wir für eine gewisse Zeit in bestimmten Regionen Menschen bessere Lebensverhältnisse verschafft. Ich war ja selber nicht nur vor Ort in schwierigen Phasen, sondern auch in Bergdörfern mit der Kompanie, wo wir Menschen geholfen haben. Nichtsdestotrotz, die Nachhaltigkeit, die haben wir schon immer in Frage gestellt und das kommt ja auch aktuell zum Tragen. Herr Erros, wir hatten ja schon über Vergeblichkeit gesprochen im Einsatz. Jetzt sagt André Wüstner zumindest vorübergehend bessere Lebensbedingungen. Wird denn, was in den 20 Jahren da in Afghanistan sich entwickelt hat, unter auch militärischem Schutz und politischer Unterstützung der NATO-Truppen, wird denn das alles verloren gehen oder wird da vielleicht sogar etwas in die Zukunft zu retten sein? Wird das nicht eine Rückkehr in die vorhergehenden Zustände werden? Nicht ganz. Jetzt können wir es auf Afghanistan beschränken, ja, Ihre Frage, ja, oder ja, weltweit auf Afghanistan? Nein, auf Afghanistan. Das spielt schon eine Rolle jetzt. Die Sektkorken knallen zurzeit weltweit in allen islamischen Ländern. Das sollten wir nicht unterschätzen. Wir reden jetzt immer so über Kleinigkeiten. Seit 12 Tagen feiern die, wie damals auch 9-11, nicht in den Palästinenserlagern, wo die Korken damals hochgingen, als die in die Flugzeuge in die Türme reingeflogen sind. Jetzt feiern sie die Niederlage, also die bösen Buben, ich sag das mal so, in den islamischen Ländern, Dschihadisten, wie man sie nennen wollen, die feiern jetzt Weihnachten, Ostern und Neujahr zusammen. Die haben die größte Militärmacht der Welt, die Amerikaner in erster Linie, besiegt. Die haben dazu geführt, dass die aus einem kleinen Bergland Afghanistan geschlagen abgezogen sind. Das ist uns noch gar nicht so richtig bewusst, welche Begeisterung das gerade bei jungen Moslems, da meine ich jetzt die dschihadistischen Moslems, weltweit in allen Ländern, wo der Islam mit 1,5 Milliarden Menschen da ist, zur Folge hat. Jetzt zu Ihrer Frage in Afghanistan. Ich bin ja jetzt, Sie haben es angesprochen, seit über 20 Jahren jetzt dort. Also eine halbe Generation. Der Durchschnitts- oder die Durchschnittsafghanin wird so 43 Jahre alt und 20 Jahre dort. Das heißt, eine ganze Generation haben wir geprägt mit dem, was dort geschehen ist. Ich habe in diesen 21 Jahren bin ich jetzt dort 30 Schulen gebaut, habe etwa, ich habe sich genau gezählt, 280.000 Mädchen, vorwiegend nur Mädchenschulen gebaut und Buben, bis zum Abitur geführt. Die studieren jetzt, die haben jetzt Stipendien von mir gekriegt. Wir haben eine Uni gebaut dort, wo die Mädchen auch studieren können. Das gab es vorher alles Aber nicht. Wird das erhalten bleiben? Das war ja die Frage gewesen. Das Wissen ist erst mal da. Wenn ein Mädchen 20 Jahre so aufgewachsen ist, also mit Abitur, mit einer guten Schule, mit Erkenntnissen im Computerwesen, mit einer guten Bibliothek, mit dauernden Besuchen auch aus dem Westen über die Medien inzwischen, über Internet, das gab es anfangs ja auch nicht, dann hat das ja wahnsinnige Wirkungen, jetzt nicht nur jetzt, heute, und die letzten 20 Jahre, sondern auch für die nächsten 20 Jahre oder hoffentlich noch länger, solange diese Mädchen leben, jetzt Mütter werden. Ich stelle fest, von den Mädchen, die in Afghanistan zur Schule gehen, ich habe heute Morgen wieder mit dem Erziehungsminister telefoniert, in Kabul und auch in Jalalabad, mit dem Gesundheitsminister, von den Mädchen, die wir jetzt in den Schulen ausgebildet haben, in drei Provinzen im Osten,
Im Unterschied zu Mädchen, die nicht zur Schule gegangen sind. Die kriegen dort, die Mädchen ohne Schulbildung, kriegen 6 Kinder pro Frau, pro Familie. Unsere 2,1. Afghanistan ist, was das Bevölkerungswachstum angeht, das im negativen Sinne dynamischste Volk auf der Welt. Die Bevölkerung in Afghanistan hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Da müssen wir für Deutschland vor. Und das kann man natürlich mit Bildung, mit anderen Möglichkeiten nachfahren, mit Bildung. Gebildete Frauen kriegen nicht so viele Kinder, weil sie wissen, was das bedeutet für die Familie, wenn ich 6 Kinder oder wenn ich 2 Kinder habe. Meine Mädchen, die zur Schule gegangen sind, haben im Schnitt 2,1 Kinder. Die Mädchen aus den Nachbardörfern, wo es keine Schulen gab, haben 6 Kinder. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Zukunft des Volkes, auch neben vielen anderen Faktoren. Jetzt ist aber die Frage, ob diese demografische Entwicklung Bestand hat. Es wird ja von einigen gesagt, also dieser 20-jährige Einfluss auch westlicher Vorstellungen im Land, hat die Gesellschaft schon etwas moderner gemacht in diesem Land? Gilt das nur für das urbane Milieu in Kabul und in einigen größeren Städten oder gilt das allgemein so? Können auch die Taliban nicht mehr wie früher einfach so durchregieren, sondern müssen da auch Rücksichten nehmen? Das wäre natürlich der Idealfall. Das wäre das, was wir uns wünschen würden. Das wäre das, war sozusagen, was sich auch alle wünschen, auch in den, also ich habe in den letzten Tagen auch mit vielen Menschen gesprochen. Man ist ja dann erstaunt, wie viele Menschen tatsächlich in diesen 20 Jahren Kontakte mit Afghanistan hatten. Und diejenigen, die aus der Entwicklungszusammenarbeit kommen, die sagen dann, ich fühle ein tiefes Gefühl der Beschämung. Und das, was Sie gesagt haben, was Sie angesprochen haben, diesen Fortschritt, der ist natürlich fantastisch für eines der ärmsten Länder der Welt. Und wenn Sie sagen, dass die viele Muslime, also die dschihadistischen Muslime, die Sie angesprochen haben, jetzt die Sektkorken knallen lassen, ja, dann wird das so sein. Das andere ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, wenn wir uns sozusagen wieder fragen, warum radikalisiert sich da irgendjemand in diesen Ländern, was der Westen oder wir, auch Deutschland, an diesen Menschen begangen hat, ist eine 20-jährige Anstrengung, was wir jetzt begehen. Wird in den Augen sehr vieler Menschen dort unten einfach als Verrat wahrgenommen. Es ist nicht der erste Verrat, den der Westen an diesen Ländern verübt. Es gibt eine lange Geschichte des Verrats im Nahen Osten. Es ist ein Einmischen, ein Destabilisieren und sich dann zurückziehen, wenn der Preis zu hoch wird. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, dass die Dschihadisten lassen die Sektkorken knallen, dann lassen sie auch die Sektkorken knallen, weil sie das natürlich wissen. Weil sozusagen dieses Versprechen, das ist das, was ich gerade meinte, wenn ich sage, da sind Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit, die hingegangen sind, die Frauen ermutigt haben, die sozusagen gesagt haben, macht es, traut euch, wie hat es jemand gesagt, we told them to step forward and then we didn't cover their back. Und genau das ist das, was jetzt passiert. Diese jungen Mädchen, man spricht mit denen auf WhatsApp, die Journalistinnen, das ist ja genau das, was jetzt passiert. Ja, die werden kein Sicherheitsrisiko sein, aber die stehen da und haben gar nichts. Und wir haben sie gelassen, wir holen unsere Leute raus. Und dann sagt im Grunde genommen, sagt Angela Merkel, sagt die deutsche Bundesregierung, wir machen die Tür zu, ist nicht gut gelaufen, wir wählen jetzt und dann werden die Karten neu gemischt. Und was das für geopolitische Auswirkungen später hat, das können wir uns jetzt überlegen und da würde ich keine Prognose abgeben, jedenfalls keine günstige. Wenn Sie schon Geopolitik ansprechen, ist dieser Abzug auch, verschiebt das auch die geopolitischen Gewichte gewaltig zu Ungunsten des Westens? Also es ist auf jeden Fall der Westen hat ohnehin nicht wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit in der Gegend, da sage ich Ihnen nichts Neues. Das ist etwas, was Sie gut wissen, was jeder weiß, der da unten ist. Afghanistan ist der Fall gewesen, wo man ja noch dachte, bei allem, was schlecht ist, bei allem, was auch geheuchelt ist, bei allem, was auch möglicherweise eine Art von sozusagen von vorgeschobenem Werteuniversalismus ist. Es sind die Mädchenschulen gebaut worden, es haben Frauen studiert, die Sterblichkeit ist runtergegangen, die Kindersterblichkeit, die Geburtensterblichkeit, also sozusagen, dass Frauen im Kindbett sterben, das alles ist geschehen, es hat gute Parameter gegeben. Und es war uns aber nicht wert, dass wir länger aushalten als bis zum Jahrestag von 9/11. Das ist das Signal, das wir aussenden. Und welche Auswirkungen das hat, nebenan in Pakistan, in Indien, im Nahen Osten. Jetzt wird schon davon geredet, dass es im Irak möglicherweise auch sozusagen ganz konkrete Auswirkungen haben wird. Ich glaube, wir stehen am Anfang von etwas. Mhm. Wir stehen nicht am Ende von etwas. 9/11, Jahrestag, 11. September. Eckart Lohse, das ist ja noch kurz vor der Bundestagswahl, etwa 14 Tage.
davor. Die deutsche Regierung auch deutet ja immer auf die, zeigt auf die Amerikaner und sagt, die haben sich aus dem Staub gemacht und jetzt mussten wir sozusagen hinterher. War das im Interesse der Bundesregierung, auch der Interesse Deutschlands, jetzt so schnell aus Afghanistan abzuziehen? Oder wäre es Deutschland eigentlich lieber gewesen, das noch ein bisschen zu verzögern? Also jedenfalls nicht auf diese Weise, wie es jetzt abgelaufen ist. Ja, also das mal gesetzt, wenn irgendjemand vorher diese Bilder gehabt hätte, dann hätte man natürlich gesagt, das machen wir anders. Aber es gab ja sogar Bemühungen, den Einsatz zu verlängern. Ich glaube, im März im Bundestag, das ist nicht gelungen. Da stand natürlich auch die amerikanische Entscheidung Pate, weil man sagte, das trauen wir uns letztendlich nicht, ohne die Amerikaner militärisch noch drin zu bleiben. Hätte auch nicht geklappt, auch wenn wir der zweitgrößte Truppensteller waren. Aber das, also ist nicht ganz neu, dass wir in militärischen Operationen von den Amerikanern abhängig sind, aber es ist selten mit so einer unglaublichen Klarheit vor Augen geführt worden, dass wir wahrscheinlich sogar nach ein, zwei Tagen vor den Amerikanern unsere Luftbrücke beenden werden, weil wir einfach nicht mal das ohne sie können. Also das ist natürlich alles nicht im Sinne der Bundesregierung gewesen, vor allen Dingen aber nicht eine Debatte darüber, unmittelbar vor der Bundestagswahl. Also das wäre natürlich einfacher gewesen zu sagen, es wird noch mal ein bisschen verlängert und dann machen wir das alles nach der Wahl. Aber die Dynamik kam in diesem Fall dann eben so stark aus Washington, dass es da keine wirkliche Möglichkeit mehr gegeben hat, gegenzuhalten. Herr Wüstner, Sie haben ja gerade aus Ihren eigenen Erfahrungen, von Ihren eigenen Erfahrungen erzählt als Kompaniechef in Afghanistan. Die Bundeswehr hat ja nicht nur militärische Aufträge dort auch gehabt, zumindest in der Anfangszeit auch Kontakt zur Zivilbevölkerung ist da gesucht worden. Das, was Sie jetzt erleben, auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung mit Afghanistan, ist das, sind wir da auf halbem Weg stehen geblieben? Wie sehr ist dieser Rückschlag auch jetzt, also jetzt außerhalb der militärischen Überlegungen, denn für die Bundeswehr da? Wie groß ist dieser Rückschlag? Naja, also insgesamt ist es so, dass die Streitkräfte natürlich professionell sind. Und es gilt weiterhin das Primat der Politik. Und bei jeglichem neuen Mandat wird man professionell seinen Auftrag erfüllen. Aber natürlich gibt es dennoch viele Fragen, Fragen mit Blick auf die anderen Einsatzgebiete und Fragen, wie weit Fehleinschätzungen gegebenenfalls auch für andere Einsatzgebiete gelten. Also das ist schon ein klarer Punkt. Und was das Stehengeblieben anbelangt, ich meine, eins ist klar, in diesen Tagen, das ist enorm bitter, wenn man da zuhört, wenn man das wahrnimmt, was da in Afghanistan passiert. Wir kennen unwahrscheinlich viele Menschen. Wir kennen die Community der Entwicklungshilfe, der Stiftungen, derjenigen, die eigenständig dort helfen. Wenn man weiß, was da passiert, und Sie können sich vorstellen, also nahezu ständig, auch am Wochenende, klingelt das Telefon, das wird bei vielen von Ihnen gleichermaßen so sein, Journalisten, Abgeordnete, Familien aus Deutschland, die noch Verwandte in Afghanistan haben, die für uns tätig waren, rufen wir an, bitten um Hilfe, sind verzweifelt. Und all diese Gesamtgemengelage ist natürlich so, dass die schon enttäuscht. Es beschämt jemanden wie mich, wie viele andere. Der Bundespräsident hat dieses Wort genutzt. Und dennoch muss man immer wieder den Blick nach vorne richten. Und für uns das Elementare, dass dann eine neue Regierung sehr schnell reflektiert, sehr schnell überlegt, sehr schnell strategiefähiger wird und mit Blick auf die anderen Einsätze eben dafür sorgt, dass man nicht in gleicher Art und Weise vor die nächste Mauer läuft. Das ist für uns elementar. Deswegen ja, verbittert, aber auch ein Blick nach vorn. Herr Irres, das Wort Taliban führen viele im Mund, aber viele wissen gar nicht so sehr, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Jetzt waren Sie ja schon in der Zeit des ersten Taliban-Regimes in Afghanistan unterwegs. Sie kennen diese Leute, Sie haben mit denen verhandelt. Wie verhandelt man eigentlich mit denen? Kann man mit denen verhandeln? Worüber kann man mit denen verhandeln? Mit wem verhandelt man eigentlich? Kann man da Deals machen? Das ist ja jetzt auch wichtig für die Frage, wie wir in Zukunft mit diesem Land zumindest in humanitärer Hinsicht umgehen. Ich schlage vor, ein dreitägiges Wochenendseminar nur mit dem Thema Taliban. Dann kann ich so eine Kurzfassung in zwei Minuten was überbringen. Also wir verhandeln nicht auch. Alle unsere Projekte, noch einmal, 30 Schulen für 70.000 Kinder, eine Universität für 3.000 Studenten, zwei große Krankenhäuser, Berufsschulen für Schneiderinnen, Photovoltaikanlagen und so weiter, haben wir immer nur ausschließlich in der Absprache mit den Dorfältesten, Stammesältesten und mit den Taliban im Osten getroffen. Wenn die Taliban gesagt, oder ich lasse jetzt mal einen Artikel weg, da gibt es verschiedene
gute Busen, böse Buben und weniger böse Buben. Wenn die gesagt haben, nein, Mädchenschule da hinten in Nuristan brauchen wir nicht, dann haben wir die halt nicht gebaut. Eineinhalb Jahre später kamen die Bürgermeister, Lokalchefs und haben gesagt, wir haben in den Taliban gesagt, wir bauen jetzt doch eine. Also mit denen, sie müssen die Sprache können. Was Wüster vorhin angesprochen hat mit Strategie und so weiter, Kulturkompetenz, Sprachkompetenz und Vertrauen. Wenn Sie alle halbe Jahr als Bundeswehr Ihren Chef auswechseln dort unten, als Entwicklungshilfe alle dreiviertel Jahr Ihren Chef dort unten auswechseln, einen neuen bringen, wenn die alle die Sprache nicht können, ich kenne keinen Bundeswehroffizier, vielleicht gibt es welche, hoffentlich gibt es welche, der die Sprache Paschtu kann, die Sprache, die Mehrheitssprache in Afghanistan, die Sprache der Taliban, wenn Sie die nicht können und Sie gehen dahin, dann sind Sie blind, taub und stumm, dann brauchen Sie einen heimischen Dolmetscher. Der Dolmetscher in Afghanistan hat ein anderes Selbstverständnis als ein Dolmetscher hier in Berlin. Das sind alles solche Kleinigkeiten, Herr Gerner, die wir gar nicht diskutieren können, aber die Zeit nicht reicht. Aber wenn die alle nicht funktionieren, dann geht das voll in die Hose für die Organisation. Ich will jetzt nicht, es ist so ein bisschen angeklungen jetzt, aus dem, was Herr Zeke gesagt hat und was unser Kamerad Oberstleiner gesagt hat, dass jetzt, wenn die alle weg sind, die am Flugplatz nicht sind oder wie auch immer, dass dann dort sich das Tor zur Hölle öffnet. Das ist natürlich Humbug. Meine Arbeit geht genauso weiter wie bisher. Da gab es noch nie Deutsche bei meiner Arbeit. Ich war der einzig Deutsche. Die ganzen Projekte wurden nur von Afghaninnen und Afghanen betrieben. Mit den Dorfältesten, mit den Bürgermeistern und mit den Taliban zusammen. Warum soll sich das jetzt ändern? Ich habe heute Morgen, bleiben alle im Amt und bleiben auch alle aktiv. Ich habe heute Morgen, ich sage es noch einmal, weil er mich gebeten hat, ihn zurückzurufen, mit dem Erziehungsminister in der Provinz Nangarhar, das ist so das Bayern von Afghanistan, Nangarhar, also die schönste Gegend. Und der ist Taleb. Den haben die Taleb jetzt neu ins Amt gebracht. Der Alte ist auch noch da. Der hat gesagt, lieber Dr. Erz, du kennst mich ja, ich kannte ihn auch. Bitte, bitte, mach deine Arbeit weiter. Schick am Montag, da sind die Sommerferien zu Ende, deine Mädchen wieder auf die 30 Schulen. Sorg dafür, dass deine Lehrerinnen weiterkommen. Die brauchen keine Angst haben. Im Gegenteil, jetzt ist in Nangarhar, da war ja sehr viel Krieg durch die Amerikaner, jetzt ist kein Krieg mehr. Jetzt fliegen morgens keine Drohnen mehr. Jetzt gibt es keine Straßenbomben mehr. Jetzt gibt es keine Selbstmordattentäter mehr. Schick die bitte, bitte zur Schule. Also noch einmal dieses Horrorbild, was zurzeit so entsteht, verständlicherweise auch, wenn man die furchtbaren Gestalten im Fernsehen sieht, Taliban, ungepflegt, Turban, langer Bart, Sandalen, dann hat man natürlich, denkt man sich, mein Gott, was sind das für Typen? Denen möchte ich nachts nicht begegnen in Berlin. Aber so ist das halt nun in Gänze nicht. Da gibt es auch Leute, mit denen muss man reden. Sonst ist das ganze Projekt wirklich Afghanistan der letzten 20 Jahre, können wir versenken. Gut. Frau Zegri, kann man jetzt im Anschluss an diese Schilderung, kann man sagen, dass man mit humanitärer Hilfe jetzt in der Zukunft ein Stück weit vielleicht auch Humanität in Afghanistan erhalten kann, beziehungsweise, falls sie verloren geht, wieder zurückgewinnen? Ich denke, das ist ein Dilemma. Das ist ja die klassische Frage. Machen wir das weiter, unsere humanitären Einsätze dort unten, Entwicklungshilfe und derartige Dinge und stabilisieren das Regime? Oder gucken wir zu, wie die Krise immer schlimmer wird und hoffen darauf, dass irgendwann die Afghanen sagen, also ihr könnt uns ja überhaupt nichts bieten und ihr könnt bitte gehen. Das ist das Dilemma. Also ich würde mal sagen, wenn man sich so ich glaube nicht, dass es geht, dass man zusieht, wie das ganze Land verhungert. Das wird nicht gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Kollege hat das mal den Tanz um die roten Linien genannt und ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Dass man versucht, ihnen etwas zu geben. Sie brauchen ja was. Sie haben ja jetzt schon gesagt, nein, geht doch nicht alle. Fachkräfte brauchen wir doch. Aber man muss auch noch dazu sagen, im Moment sind ja auch noch internationale Truppen im Land und die sind dann bald weg. Und es klingt wunderbar, was Sie sagen, Herr Ilyus, da fragt man sich so ein bisschen, warum die ganze Angst, wovor fliehen die Leute eigentlich? Ob das dann überall so ist, weiß man ja nicht. Es sind 10.000 von 40 Millionen, also ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Gut, wir werden das sehen. Nächste Woche, Eckhard Lohse, sind die internationalen Truppen weg. Wir haben jetzt über den Kontakte mit Taliban schon gesprochen, die gibt es ja schon in Doha. Glauben Sie, dass die Bundesregierung da auch sagt, aus humanitären Gründen werden wir weiter diesen Kontakt halten und ihn nicht ganz abbrechen und vor allen Dingen auch die humanitäre Hilfe für Afghanistan aufrechterhalten? Also erstens hat die Kanzlerin ja heute schon gesagt, was sie in den letzten Tagen so vorsichtig hat anklingen lassen, ist, wir werden Gespräche führen, scheuen uns nicht davor, das zu tun. Es findet bereits statt. Und ich würde gar nicht mal sagen humanitäre Gründe, sondern das sind natürlich auch Sicherheitsgründe. Wir wollen ja wissen, wie geht es in dem Land weiter. Man braucht in einem Land immer Gesprächspartner. Jede Regierung braucht Gesprächspartner in anderen Ländern, gerade wenn es so weit weg ist. Für uns ist das ja eine anders als für Akteure wie Russland oder China ist das ja eine wahnsinnig weit entfernte Region, auch sozusagen
mental und politisch ist das alles sehr weit von uns weg. Wir müssen ja mit denen reden. Und dann muss man auch sagen, wir reden ja auch ansonsten nicht nur mit lupenreinen Demokraten, um ein Zitat von Herrn Schröder nochmal aufzuwärmen. Wir reden auch mit Saudi-Arabien. Nur zur Erinnerung, Osama bin Laden kam aus Saudi-Arabien. Also wir haben ja auch andere Gesprächspartner, wo wir sagen, gut, die führen ein Land und wir müssen jetzt irgendwie mit denen sprechen, seien es politische Gründe, Sicherheitsgründe, humanitäre Gründe und seien es, dass wir das, was wir dort geleistet haben, wir haben das ja eben sehr eindrucksvoll geschildert bekommen, Schulenbau, Mädchenbildung und so weiter, dass wir das so weit wie möglich erhalten können und fortsetzen können. Wir müssen können. Jetzt leider an der Stelle nur einen Satz. Machen wir doch Folgendes, schicken wir doch morgen an die Taliban-Führung eine DVD von Bob Dylan mit seinem besten Song The Times They Are Changing. Hat er geklaut von Ovid. Aber dann brauchen die Taliban ja auch einen Dolmetscher dafür. Die können zum Augen unterschätzen sich die Intellektuellen nicht mehr. Wir haben uns geeinigt auf einen Satz. Dieses Thema uns ja nicht verloren gehen, ganz im Gegenteil. Wir werden uns dann noch häufiger mit beschäftigen müssen, als uns vielleicht lieb ist, liebe Zuschauer. Morgen in der Phoenix-Runde Fluten, Brände und Stürme. Klimapolitik auf dem Prüfstand im Rahmen unseres Themenabends zu Klima und Umwelt im Vorfeld der Bundestagswahl. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Unter anderem können Sie jetzt die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in etwas längeren Passagen hören und sehen, als Sie das bei uns gerade mitbekommen haben. Ich bedanke mich bei allen Gästen hier und Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, bleiben Sie bei uns.